Hallo, hier ist der Michi von BGS Technik. Heute widmen wir uns dem Entfernen von Kleberückständen auf Blechteilen und Alufelgen. Und wie das mit dem BGS Radierer funktioniert, schauen wir uns jetzt Schritt für Schritt an. Hier habe ich nun eine Tür vorbereitet, wo ich die Zierleiste entfernt habe. Da könnt ihr ganz gut die Kleberückstände erkennen. Diese entferne ich jetzt mit dem BGS Radierer, ohne den Lack zu beschädigen. Wie schnell und einfach das geht, habt ihr gerade gesehen. Diesen Radierer von BGS Technik wollt ihr ganz bestimmt haben. Euer BGS Michi.